bin die Maura von der Waldakademie und heute geht es mit einer Gruppe Kindern in den Wald. Die sind hier aus Wershofen, wo wir auch mit der Waldakademie sitzen und ich freue mich schon sehr drauf. Und jetzt bin ich bei der Vorbereitung. Es ist einiges an Material in den Wald zu schleppen. Da muss man immer viel Zeug zusammensammeln, weil ich mit den Kindern heute ein bisschen Survival machen werde und ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, wir werden ziemlich großartig am Feuer kochen. Es soll Gnocchis geben in Tomatensoße. Und hinterher zum Nachtisch gibt es dann Marshmallows. Und genau, da muss man immer an einiges denken, was man dann mit rausfährt, bevor es losgeht. Die Sachen müssen wir jetzt hier ein bisschen verstecken, damit es nicht jeder Wanderer, der vorbeikommt, direkt sieht und sich daran bedient. Aber hier kommt nichts weg. Ich schaue jetzt vorher noch ein bisschen, wie die Lage hier ist. Ob das klappt, was ich mit den Kindern vorhab. Wenn man länger an der Stelle nicht war, sollte man immer gucken, wie es aussieht im Wald. Aber ich glaube, hier ist alles genau so, wie es sein soll. Viele Äste am Boden, das ist gut, die werden wir gleich brauchen. Was machst du denn heute mit den Kindern? Ich habe vor, unter anderem eine Laubhütte zu bauen. Also quasi, wenn man im Wald schlafen wollen würde, einen Unterschlupf zu bauen. Und genau, dann gehört natürlich noch Feuer machen dazu mit Stahl und Feuerstein. Mal schauen, ob es klappt. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Brennholz gleich, aber hier sind zu viele Äste. Perfekt. Herzlich willkommen, hallo, ich bin die Maura. Ein paar von euch kennen mich schon. Ja, ich. Genau. Okay, dann würde ich sagen, wir halten uns gar nicht groß auf hier, sondern wandern erstmal los. Da geht's lang, ich gehe voraus. Wir lassen es doch runter. Guck mal, vielleicht ist noch ein. Da ist doch ein Pfeffer. Käfer, ja. Wie heißt der? Lederlaufkäfer. Ja. Dieser Käfer ist ein Räuber. Echt? Genau, der frisst andere Insekten. Das wäre aber nicht schön. Also, wenn ich jetzt die Brennnessel unten anfasse, suche mir jetzt meine Stelle hier, so und dann von unten nach oben gehe mit meiner Hand. Dann passiert nichts, weil ich in dem Moment so die Brennhaare fest andrücke. Und dann brennt sie nicht mehr. Und dann sind die eigentlich so lecker. Werden wir gleich mal ausprobieren, wie das schmeckt. Ja! Genau. Hier sehen wir zum Beispiel die Hasen. Das ist gemacht. Machen wir gleich, ja? Ja! Geil! Wenn es klein ist, dann kann sich die Körperwärme schneller ausbreiten. Und genau. Genau, es geht, also wenn ihr dann so da drin liegt in der Laubhütte und das ganze Laub oben drauf ist, dann macht ihr das mit eurer Körperwärme dann warm innen drin. Und deswegen ist es gut, wenn die schön eng ist. So, kommt ihr nochmal kurz her? Anfang erstmal ausprobieren, ob die lang genug ist. Das heißt, am besten legt ihr euch tatsächlich mal neben den Stock und guck dann mal, ob ihr da überhaupt reinpassen würdet. Ich mache das jetzt mal hier. So. Wenn jetzt hier der Eingang wäre, dann würde ich da gerade so reinpassen. Hm? Also ihr guckt, ist es lang genug? Genau, ihr holt euch dann lauter Stöcke und legt die so ganz dicht nebeneinander auf beiden Seiten an den Ast ran. Ja, die kannst du hier unten. Schräg, schon schnell. Guck mal, wir hatten, aber das ist nicht stabil. Ja. Also ihr habt schon gesagt, man kann das mit Feuerstein machen und das habe ich dabei. So, und dann muss man sich, wenn man das jetzt damit machen will, am besten muss man irgendwie Funken erzeugen. So, das heißt, ich brauche erstmal eine möglichst scharfe Kante. Das ist jetzt hier bei dem Stein noch ein bisschen mehr. Und dann nehme ich das Eisen quasi einmal so in die Hand, dass ich da das gut halten kann.
Und dann versuche ich, möglichst gerade so an der Kante vorbei, vorbei zu gehen. Dann irgendwann kommen Funken. Ja, das ja? sieht man. Genau. So, und dann nimmt man sich noch so ein Kohleläppchen. Das könnt ihr auch zu Hause machen, wenn ihr so ein altes T-Shirt habt, also irgendwas mit Baumwolle, und dann macht ihr da so kleine Schnipsel draus und dann tut ihr die in eine Dose rein und stellt die irgendwie so in die Nähe vom Feuer, sodass die nicht brennen können, sondern so vor sich hin kokeln. Und wenn da gleich der Funke reinspringt, dann fängt es an zu glühen. Ich mache das immer so, dass ich quasi das Kohleläppchen nehme und das mit dem Daumen so auf den Stein halte und dann die Funken mache. So. Wenn ich Glück habe, fällt er irgendwann da drauf. Ja, jetzt habe ich Angst vor dem Feuer. Hier, da, nein. Oh, jetzt wird es kochen. Nein, nein. Jetzt brennt ganz schnell runter. Ja, deswegen das kleine Zeug hier, ne? So, die Kinder sind jetzt alle wieder zurück und ich sammle jetzt die Sachen wieder ein. Das Feuer ist aus und es wird jetzt auch schon langsam dunkel. Und ja, es war sehr schön. Ich bin ein bisschen müde jetzt, aber auch sehr glücklich.